Stell dir vor, du bist bei der Arbeit, im Freundeskreis oder du siehst eine Frau, die, wo du schon seit Wochen glaubst, irgendwie mag sie mich. Aber du hast keine Ahnung, ob sie mit dir es ernst meint oder nicht oder ob es nur ein kleiner Flirt ist und sie will nicht wirklich weitergehen als ein bestimmtes Level. Das ist vielleicht auch beim Chatten mit einer Frau. Du weißt nicht, ob sie dich wirklich mag, ob es wirklich ernst ihr ist, mit dir aufs nächste Level zu gehen und du möchtest es herausfinden. Dieses Video wird dir die Antwort geben. Wir haben nämlich 10 Punkte vorbereitet, an denen du 10 positive Signale, an denen du erkennen wirst, ob sie es wirklich ernst mit dir meint oder nur ein kleines Spielchen mit dir spielt. Schau es dir an, bis zum Schluss. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Andy Friday, der Coach für Männer mit Herz und wieder mit dabei Makako. Wir machen das schon seit über 10 Jahren im Coaching und jetzt wirst du endlich schlauer werden mit diesem Leitfaden, wie du erkennst, ob sie dich wirklich mag. Zeichen Nummer 1. Sie ist im Moment anwesend. Statt ständig aufs Handy zu schauen, hat sie nur Augen für dich. Sie lässt sich nicht ablenken, sondern lebt im Moment. Das zeigt, dass ihr dieses Date auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und sie die Zeit nutzen will, dich kennenzulernen. Aufmerksamkeit. 100%ige Aufmerksamkeit. Das kannst du daran erkennen, wenn du mit ihm redest, dann tatsächlich große Augen macht. Man sagt dazu immer, große Augen machen. Viele Frauen haben dazu tatsächlich sogar in diesen Momenten dann einfach, reißen sie die Augen wirklich ganz groß auf, wenn sie mit dir reden, weil sie dich mögen, weil sie offen sein wollen für das, was du sagst, ja, was du zu bieten hast, was du ihr jetzt gleich zu sagen hast, weil sie sowieso gerne hört, was du zu sagen hast. Wenn du das sehen kannst, wenn du das wahrnimmst, dann bist du schon mal vor einem Menschen, der dich kennenlernen möchte. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn sie das nicht macht, wenn sie die ganze Zeit nur aufs Handy schauen würde oder eben niemals zu dir guckt, wenn du mit ihr redest, dann hättest du deutlich schlechtere Karten, gell? Ja. Zeichen Nummer 2. Sie hört dir wirklich zu. Sie hängt an deinen Lippen und saugt jedes Wort, das du sagst, auf. Doch nicht nur das, sie geht auf das Gesagte ein, zeigt Empathie, Verständnis und hakt sogar nach. Ein gutes Zeichen, sie möchte mehr erfahren. Ja. Wenn sie mehr von dir erfahren möchte, dann heißt das, dass sie eben nicht nur mit dir befreundet sein möchte, sondern dass sie die Karten offenlegt, dass da potenziell mehr auch passieren kann. Das ist keine Garantie, dass da mehr passieren wird. Das ist einfach nur ein Zeichen von Interesse, dass sie dich mehr kennenlernen möchte. Verstehst du? Es geht auch nicht sofort darum, dass sie sich sofort in ein Boot irgendwie setzt oder sich festlegt und sagt, okay, hier, ich werde auf jeden Fall mit ihm schlafen, ich liebe ihn. Nein, es geht darum, dass sie dir eine weitere Chance gibt, einen Schritt weiter. Und genauso solltest du es auch angehen mit ihr. Ja? Einen Schritt weiter, sie ein bisschen weiter kennenlernen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einem unserer Kunden in der Flirt Masterclass, wie er diese Balance halten sollte zwischen, wir reden ja oft darüber, über emotionale Unabhängigkeit und über dieses Thema, dass du tatsächlich auch Interesse an deinem Gegenüber hast, ja, dass du auch nachhakst, dass du Interesse zeigst. Und viele Menschen glauben ja, ich kann entweder das eine machen oder das andere. Entweder ich gebe 100% Aufmerksamkeit, zeige die ganze Zeit Interesse, 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 renne dem anderen also hinterher, anders funktioniert das nicht. Oder ich zeige dem anderen die ganze Zeit eine kalte Schulter und zeige mein Desinteresse. Nur das funktioniert. Und beides reicht nicht. Weder das eine noch das andere. Ja? Es ist die Mischung von beiden. Es ist tatsächlich, dass du emotional unabhängig bist, dass du also nichts brauchst, dass dir ihre Reaktion egal ist. Und danach, dass du Interesse zeigst. Und das Interessante ist, wenn wir das Ganze quasi wie Wellenform betrachten, also immer das eine und dann das andere, das eine und das andere, dann hast du eigentlich dort eine perfekte Formel, wie du in jedem Level, in jeder Stufe des Kennenlernens, sei es, du hast sie gerade kennengelernt auf einer Tagung oder Konferenz oder im gemeinsamen Freundeskreis irgendwie kennengelernt oder ihr standet nebeneinander in der Schlange beim Ticketverkauf und von irgendeinem Konzert oder was auch immer. Und du kommst ins Gespräch. Am Anfang ist die emotionale Unabhängigkeit super, super wichtig. Ja, am Anfang ist es wichtig, dass du zeigst, dir ist es nicht so wichtig, ob sie dich jetzt mögen wird. Ja, es gibt 100 andere Frauen, tausende andere Frauen, unendlich andere Frauen. Das heißt, sie ist jetzt nicht sofort die Einzige, mit der du jeweils glücklich werden kannst, mit der du jemals eine glückliche Beziehung führen kannst. Das ist Schwachsinn, ja, das weiß sie, das musst du auch wissen. Es gibt andere Frauen und das heißt nicht, dass du mit niemandem redest, weil dir alle egal sind. Nein, das heißt, du redest mit ihr, du flirtest, du interessierst dich für sie, aber es ist dir egal, ob sie dich zurück mag. Ja?
das ist dieses, ich bin ein gütiger König, ich habe meine Liebe jedem zu geben, ich interessiere mich für verschiedene Menschen und danach finden wir heraus, ob sie mich auch mag. Ja, danach. Ja, also redest du von einer inneren Grundhaltung. Genau. Von der inneren Grundhaltung, dass du zu geben hast, dass du ein gütiger König bist, dass deine Liebe unendlich ist und du jeden Menschen in dein Herz hineinlassen kannst. Was nicht heißt, dass du mit jedem Menschen zusammenkommen musst oder dass immer irgendetwas ganz, ganz Tiefgründiges daraus passieren muss. Nein, es bedeutet einfach, dass du jedem die erste Chance gibst. Danach musst du sehen, dass sie ebenfalls in dir Interesse zeigt. Dass sie sich an dir interessiert, dass sie eben offene Augen hat oder sich für dich interessiert, dir auch Fragen stellt. Und wenn das passiert, dann kannst du ins nächste Level gehen. Ja? Um ins nächste Level zu gehen, man merkt es ja immer, wenn eine Frau sich mehr und mehr für einen interessiert, dann wird auch bei uns die Nervosität höher und höher. Gell? Dann sitzt du da und hast das Gefühl, okay, irgendwie läuft es jetzt richtig gut, ich mag sie, sie mag mich offensichtlich, jetzt darf ich es nicht mehr verkacken. Jetzt muss ich es richtig machen. Das heißt, deine Unabhängigkeit sinkt und sinkt und sinkt, deine Abhängigkeit steigt und steigt und steigt, dir wird es immer wichtiger, was tust du dann? Wie kannst du emotional unabhängig sein, ganz entspannt also und gleichzeitig Interesse zeigen? Wenn das passiert, dann ist es der perfekte Moment, um als allererstes wieder diese Grundunabhängigkeit zu etablieren. Das heißt, lehn dich zurück, schau vielleicht ein bisschen weg, zeig, dass dir auch andere Sachen im Kopf rumschwirren. Ja, du kannst das Thema vielleicht wechseln, kurz dich zurücklehnen. In irgendeiner Form nicht dich vorlehnen und total zeigen, dass du nur Augen für sie hast, sondern das Ganze mal eben pausieren, mal so eine Verschnaufpause geben. Ja? Und das verbindest du dann einfach mit einem Impuls, dass das Ganze aufs nächste Level setzt. Wie zum Beispiel eine persönliche Frage. Erzähl mir mal was von dir. Was wolltest du eigentlich werden, als du ein kleines Kind warst? Feuerwehrmann. Genau, sag nicht Feuerwehrfrau. Sag nicht Feuerwehrfrau, habe ich schon viel zu oft gehört. Ja. Das Ganze auf die nächste Ebene zu heben, indem du einen Impuls gibst für die nächste Ebene und das aus der Unabhängigkeit heraus. Ja. Und das Ganze kann man quasi, da können wir noch viel mehr, die Männer in der Flirtmasterclass, die erfahren ja noch ganz viel, viel weitere Details, wie in dem Verführungsprozess verschiedene Impulse zu setzen sind, wo genau, an welcher Stelle, damit du dann auch ihre Hand hältst, mit ihr Händchen haltet, damit du sie küsst, damit du dann sie auch nach Hause begleitest und so weiter und so fort. Da gibt es ja normalerweise bestimmte Reihenfolgen, die bei einem Date einfach passieren. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu weit greifen, sondern einfach nur diese Reihenfolge, ja, von Unabhängigkeit. So, es ist mir völlig egal, ob du mich jetzt gleich magst oder nicht. Ich spreche dich einfach mal drauf an. Hey, wer bist du denn? Ich habe dich hier noch nicht gesehen. Völlig unabhängig, ist mir egal, wie du reagierst. Ja, das denken wir, das sagen wir, das sprechen wir nicht aus. Und dann schauen wir, ob sie uns zurück mag. Dann geht das nächste Level los. Dann entspannen wir uns wieder und bringen einen neuen Impuls. Ja, eine persönliche Frage zum Beispiel. So, und da müssen wir natürlich sehen, ob sie auch Interesse an dir hat. Wenn sie das nicht zeigt, dann hat das Ganze üblicherweise nicht so eine fruchtbare Zukunft. So, gerne den nächsten Punkt. Zeichen Nummer 3. Sie hält den Blickkontakt. Schaut sie dir in die Augen, hält deinen Blick stand, beweist das, dass sie sich sicher in deiner Nähe fühlt. Pluspunkt, Augenkontakt stärkt eure Verbindung. Ja, okay. In der Tat ist das eine Sache, die nicht alle so gut können. Weder Frauen noch Männer. Ist sehr interessant. Das ist ein Tipp, den sowohl Frauen oft gegeben wird, als auch Männer. Guter Augenkontakt. Aber unterm Strich würde ich sagen, können das tatsächlich Frauen besser als Männer. Unterm Strich sind Frauen da einfach geübter, den Augenkontakt auch mal einfach rauszuhalten. Gerade wenn sie den Mann mögen. Gerade wenn sie wollen, dass der Mann zu ihnen schaut. Dann werden sie Augenkontakt halten. Ja. Natürlich gucken sie dann auch weg. Sie wollen nicht, dass das Ganze zu lang passiert. Aber sie können diesen Zustand, diesen Druck, diesen Zustand des kleinen positiven Stresses tatsächlich besser aushalten als Männer. Männer sind da eher, gucken direkt weg, wenn sie sehen, dass da eine Frau sie anschaut, die sie mögen. Augenkontakt halten. So, wir sagen ja dazu immer wieder Vakuum. Gibt es noch sehr viel mehr zu besprechen als Augenkontakt. Das hat auch mit dem Vakuum in dem Gesagten zu tun, wenn du sagst, hey, diese kurze Pause, ne? Wie heißt du eigentlich? So, da hast du Augenkontakt, aber da hast du auch die Pause in dem Verbalen, in dem, was du sagst. Das ist dieser Raum, wo Anziehung entsteht. Ja, das ist nicht einfach nur Augenkontakt. Das ist dieser Unterdruck. Das ist dieses, okay, was kommt jetzt? Ich möchte diesen Druck lösen. Was kommt jetzt?
ah, er hat mich gefragt, wer ich bin. Oder, ah, jetzt kommt noch eine persönliche Frage. Oder, ah, jetzt hat er meine Hand gehalten. Oder, ach, jetzt hat er mich geküsst. Ja, gerade dieser Moment kurz vor dem Kuss, wo Leute sich so in die Augen schauen, in die Augen schauen, in die Augen schauen. Das ist dieses Vakuum, das ist dieser Moment. Ja. Das ist der kleine Flirt, der tatsächlich schon im Alltag jederzeit beginnen kann, wenn du nur das erste Mal eine Frau siehst und du die Augen, den Augenkontakt halten kannst. Ja. Vakuum. Dabei bleibt es aber nicht. Ja. Du musst auch den nächsten Schritt gehen und ihre Einladung annehmen und auf sie zugehen. Ja. Okay. Ganz wichtig. Aber nochmal zum Augenkontakt. Für mich ist Augenkontakt vielmehr eine andere Art von nonverbaler Kommunikation. Augenkontakt kann so vieles sein. Es können fragende Blicke sein, es können fordernde Blicke sein, es können verführerische Blicke sein. Augenkontakt ist für mich genauso wichtig beim Kennenlernen einer Person, einer Frau, wie ein Standard, wie eine gute Körperhaltung und gepflegtes Äußeres. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Ja, und da hast du auch schon deinen eigenen Filtermechanismus etabliert. Ja? Weil du Ansprüche hast an die Person, die du kennengelernt hast. Haben viele nicht. Viele haben gar keinen Anspruch, sondern einfach nur Hauptsache, sie mag mich. Aber gerade da fangen wir an, dann auch die Spreu vom Weizen zu trennen. Emotionale Unabhängigkeit, wirklich dieses Gefühl von Selbstbewusstsein, dass du die Auswahl hast, mit wem du zusammenkommen möchtest. Das kommt genau dann, wenn du den Zustand hast, den Makako gerade beschrieben hat, dass dir auch Sachen wichtig sind, dass sie bestimmte Sachen auch erfüllen kann. Ja, sie den Augenkontakt hält, gepflegtes Äußeres, Hygiene und so weiter und so fort. Ja, dass sie dir zuhört. All die Dinge, die wir von ihr erwarten, wo wir sagen, hey, das sind diese positiven Anzeichen, die du an ihr wahrnehmen kannst, wenn sie dich mag. Aber das sind auch die positiven Anzeichen, die sie sehen sollte, wenn du sie magst. Ja, das Ganze geht hin und her. Das geht in Einklang. Es ist wichtig. Es geht Hand in Hand. Und wenn du diese Ansprüche an sie hast, dann hat sie hundertprozentig auch Ansprüche an dich. Und das ist ja gerade die Form von gesunder Beziehung auf Augenhöhe, die wir wollen. Wo wir Ansprüche auf sie haben und sie hat Ansprüche an uns. Ja? Sie möchte nicht den Nächstbesten mit nach Hause nehmen, mit dem Nächstbesten zusammen sein, eine Beziehung gründen. Und du solltest das auch nicht wollen. Du musst auch testen, aus welchem Holz ist sie gemacht. Passt sie zu meinen Werten? Eine Riesenfrage, aber da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Wie du filterst, ob sie zu deinen Werten gehört oder nicht, ob sie zu deinen Werten passt oder nicht. Aber bitte, was ist der nächste Punkt, Makako? Sie macht dir Komplimente. Ja, Komplimente über unser Aussehen sind schön. Doch viel wichtiger ist es, dass sie dir Komplimente macht, die wirklich was bedeuten. Komplimente über deine Persönlichkeit, deine Leidenschaften und Talente. Das heißt, wenn sie dir schon zugehört hat und dich ein bisschen kennengelernt hat und darauf eingeht. Ja, super wichtig und oldschool. Ja. Jetzt denken viele, das ist doch, damit renne ich jedoch hinterher, wenn ich solche Komplimente mache. Ich muss doch Unabhängigkeit zeigen. Und die anderen wiederum, die sagen, das ist genau richtig, das ist genau das, was ich gerne mache, Komplimente geben. Ihr habt beide Recht und beide Unrecht, denn hier haben wir auch wieder die schöne Balance. Ja? Wie gebe ich ein schönes Kompliment? Das tust du mit Unabhängigkeit. Wenn du wissen willst, wie du ein wirklich, wirklich schönes Kompliment geben sollst, dann schau dir doch mal hier dieses Video an, das ich dir hier verlinkt habe. Da haben wir dir auch ein paar sehr schöne Beispiel-Komplimente mitgegeben. Das Wichtige dabei, und mach das erst, nachdem du dieses Video angeschaut hast, ja, bleib hier noch. Dann kannst du auch später noch hier auf das i klicken. Das Wichtige hierbei ist, dass du nicht unbedingt das beste Kompliment der Welt geben musst. Es braucht nicht das tiefgründigste, perfekteste Kompliment aller Zeiten zu sein. Ja. Komm lieber in eine Gewohnheit, wo du gerne ein Kompliment gibst, wo du gerne einfach ein Kompliment raushaust. Und das muss auch nicht mehr als das sein. Es muss auch nichts weiteres in sich tragen. Da muss sich diese Erwartungshaltung sein, okay, jetzt habe ich hier ein wichtiges Kompliment gegeben. Jetzt muss auch was zurückkommen, oder? Jetzt muss sie irgendwie sich bedanken oder ich kann mir jetzt erhoffen, dass da irgendwie noch was kommt, irgendeine Reziprozität, dass sie dann sich mit mir auf ein Date treffen möchte oder so. Sobald du da diese Hoffnungen in dein Kompliment reinlegst, wird es nicht mehr funktionieren, dann wird sie es auch nicht annehmen können, weil sie genau spürt, dass du was zurückerwartest. Ja, und ja, umgekehrt genauso. Genau, umgekehrt genauso. Ja. Wenn sie dir ein Kompliment gibt, dann möchte sie ja auch, also dann wirst du dich ja auch komisch fühlen, wenn du das Gefühl hast, dass sie irgendwas dafür möchte. Ja, wenn zum Beispiel eine Frau am Arbeitsplatz zu dir kommt und sagt, hey, du machst es ja richtig gut mit den Computern, bist du ein Computer-Pro, oder? Ja. Dann wirst du auch sofort das Gefühl haben, okay, sie will jetzt irgendwie, dass ich ihr mit irgendeinem Computerproblem helfe. Ja, sie mag mich eigentlich gar nicht wirklich.
Und das ist genau die Sache, ja? Wenn du ihr ihre Schönheit einfach so komplimentierst, dann wird sie sagen, okay, der will jetzt wieder mit mir schlafen, wie alle. Ja, der mag mich eigentlich wirklich nicht. Das heißt, das Kompliment sollte natürlich von Herzen kommen, aber stell die Ansprüche nicht so hoch. Es ist wichtig, dass du einfach ein Kompliment geben kannst, in Momenten, wo du nichts zurückbekommst. Nichts, nicht mal ein Danke. Erwarte nicht mal ein Danke zurück. Dann wird das Kompliment wirklich schön sein, wenn du nicht mal das zurück erwartest. Du siehst echt gut aus heute. Gefällt mir. So, nichts zurückerwartet. Nichts, nichts. Ein kleines Beispiel dazu, wie du auch von deiner Körpersprache ihr zeigen kannst, dass du nichts zurückerwartest, habe ich dir noch in weiteren Videos gezeigt. Aber das sind Dinge, auf die du dich jetzt gar nicht fokussieren solltest, wie du das technisch genau machst, weil das Wichtigste ist, dass du auf das Gefühl achtest dabei. Willst du etwas dafür zurückhaben oder sagst du es einfach aus der Güte deines Herzens und du präsentierst es einfach. Du brauchst nichts dafür zurück. Schaust danach extra vielleicht sogar zur Seite, weil du wolltest es ihr einfach geben. Ja? Und da ist das Geschenk, bitteschön. Und wenn eine Frau dir Komplimente macht, dann wirst du oft merken, dass die Frauen, die dich wirklich mögen, die werden ebenfalls sehr nervös sein. Die werden ebenfalls nicht das beste Kompliment aller Zeiten servieren können, sondern sie wird dann ebenfalls dir ein eher oberflächliches Kompliment machen. Das sind dann solche Momente, wo sie dir vielleicht über den Oberarm streichelt und sagt, oh, warst du trainieren? Ja, was ein kleines subtiles Kompliment dafür ist, dass sie dich attraktiv findet oder stark findet oder sowas. Selbst bei mir, selbst bei einem Spargeltarzahn, völlig egal, macht sie das dann trotzdem mal. Ja. Genau, oder du siehst gut aus in dem Hemd oder du siehst gut aus in Kleidungsstück X. So, genau das können wir auch machen. So ein schönes kleines Kompliment. Das braucht nicht immer das tiefgründigste aller Zeiten zu sein. Ja? Wenn du ein tiefgründiges hast, umso schöner, aber das braucht es einfach nicht sein. Schraub da den Anspruch runter. Viel wichtiger, dass du in die Gewohnheit kommst, es einfach unabhängig zu schenken. So, ja. Und zwar vielen Menschen. Genau, vielen Menschen, selbst ein Pärchen. Ja? Wie oft gehst du durch die Straßen und siehst irgendwo ein süßes Pärchen zusammen Händchen halten und sagst ihnen einfach, hey, ihr zwei seht echt süß aus zusammen, wollte ich euch einfach nur mal sagen. Oh, da fällt mir eine Geschichte an. Das ist mir gestern erst passiert. Ich bin gestern nach der Arbeit in den Chinesischen Garten gegangen, den kennst du ja, und wollte einfach nur ein bisschen Gitarre spielen. Ich gehe ja in den Park, wo viele Menschen sind, um alleine zu sein, um Gitarre zu spielen. Und da ist mir ein Pärchen entgegengekommen, die das, was sie gespielt haben, gut fanden, haben sich einfach dazugesetzt, beziehungsweise ich habe sie eingeladen. Und die kamen beide aus Detroit und ich durfte mich wieder in Englisch üben und wir haben, glaube ich, irgendwie 2-3 Stunden miteinander verbracht und die haben mir ihre Lebensgeschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, so die studentische Beer-Pong-College-Halloween-Story, so haben sie sich kennengelernt und ich habe beiden sehr viele Komplimente gemacht, einfach weil ich es toll fand, dass sie beide sich ein halbes Jahr die Auszeit genommen haben, um in Europa eine Reise zu machen, um sich als Menschen, als Pärchen kennenzulernen und das fand ich wirklich, wirklich schön. Ich meine, ein junges Pärchen, was nicht wirklich gut verdient, gerade vom College ab, mit Schulden, man kennt sich ja in Staaten aus, die haben so 30.000, 40.000 Euro Schulden, weil sie studiert haben, sind seit einem halben Jahr zusammen, entscheiden sich erstmal, nicht die Schulden abzubezahlen, sich einen Job zu suchen, sondern erstmal ein halbes Jahr in Europa Urlaub zu machen, um als Pärchen zusammenzuwachsen. Ist das nicht eine schöne Story? Also es muss dich einfach loben. Also ich habe die, das war vorher mir Walt Disney in real life. Okay, well, schön. Schön, dass sie so sympathisch dir rübergekommen sind, ja. Das nächste Zeichen. Sie ist kompromissbereit. Ihr stoßt beim ersten Date auf Meinungsverschiedenheiten. Könnt euch nicht entscheiden, wo ihr essen oder was trinken gehen wollt, zeigt eure Kompromissbereitschaft. Weißt du, dass sie in der Lage ist, Probleme vernünftig zu regeln? Ich finde es heraus. Mhm. Ja, Teamwork. Teamwork, Teamwork, Teamwork. Seid ihr ein Team oder seid ihr kein Team? Nur wenn ihr ein Team seid, könnt ihr auch intim werden. Ist aber so. Das heißt, von Anfang an willst du gucken, ob sie zu deinen Werten passt. Und wenn dir wichtig ist, dass du mit einer Frau eine Familie gründen kannst oder ihr zusammen als Paar eine gesunde, harmonische Beziehung führen werdet, dann wird dir wahrscheinlich auch wichtig sein, ob sie mit dir zusammenarbeiten kann. Ja? Ob sie mal geben kann, mal nehmen kann, ob sie Ideen in den Raum werfen kann, wenn du sie was fragst, ob sie eine Meinung hat oder ob sie dir auch mal Paroli bieten kann. Du musst herausfinden, ob sie deinen Werten auch gerecht wird und ob sie natürlich auch
Also ob du auch ihren Werten gerecht wirst. Also passt ihr von euren Werten zusammen? Da gibt es ganz viele Dinge, die wir da tun könnten. Das machen wir im Coaching ja sehr breit. Und da finden die Männer ja heraus, nachdem sie in hunderten von Situationen waren, wo sie gemerkt haben, irgendwie, ich lerne nie die Frauen kennen, die wirklich zu mir passen. Oder dann auch tatsächlich der ein oder andere 10, 20 Jahre mit einer Frau zusammen war, Ehe, Kinder und das Ganze ist in die Brüche gegangen und er hat einfach festgestellt, wir haben nie wirklich zusammengepasst, aber damals war sie einfach die Einzige, mit der ich zusammen war und deswegen haben wir damals geheiratet. Und die Werte haben einfach von Anfang an nicht gepasst. Und dort arbeiten wir sehr intensiv natürlich auch daran, dass die Frauen, die diese Männer kennenlernen, dann auch ihren Werten entsprechen. Und es ist total irre, darauf werden wir später im Video auch noch eingehen, wie du das wirklich wie aus magischer Zauberhand beeinflussen kannst, welche Arten von Frauen du begegnest und ob die Frauen zu dir passen oder nicht, ob das wirklich die Frauen sind, in die du dich verlieben kannst und verlieben möchtest oder eben nicht, wenn du mehr auf die Werte achtest, wenn du zum Beispiel die Entdeckermethode verwendest. Ja. Das sind Dinge, die dir kaum jemand sagt, weil jeder sich immer nur darauf fokussiert, wie lernst du Frauen kennen. Aber niemand achtet wirklich darauf, wie lernst du denn die richtigen Frauen kennen. Und das ist eine sehr individuelle Sache. Ja? Du möchtest nicht dieselben Partnerinnen, wie jetzt zum Beispiel der Alpha-Macho, der die ganze Zeit ins Fitnessstudio geht und nicht, dass das Fitnessstudio ein Problem wäre. Nur jetzt ein Bild für den Kopf. Ja? Also nicht alle Studiogänger sind Alpha-Machos. Aber der Typ, der dann auch in den Club geht und die ganze Zeit nur das Püppchen aufreißen möchte und ihm gar nicht die Tiefe wichtig ist, ihm gar nicht diese Connection wichtig ist, der wird auch nicht die Frauen kennenlernen, die eine Tiefe wollen, die eine wirkliche Connection wollen, die auch eine langfristige Beziehung wollen. Das sind dann nun mal lauter Eintagsbeziehungen, Eintagsfliegen oder Wochen oder Monate oder wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann heiratest du sie und dann geht es eben nach mehreren Jahren in die Brüche. So, es ist möglich, dass du auf deine Werte achtest. Es ist möglich tatsächlich auch beim ersten Kennenlernen, in den ersten 10, 20 Minuten, verdammt nochmal, ich mache das ja schon beim ersten Ansprechen, gehe ich sehr schnell auf meine Filterfragen und finde heraus, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Ja, frag, wann hat sie das letzte Mal geweint, finde heraus, was ihre drei Lieblingsbands sind, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und frag sie dann natürlich auch, ob sie sich für etwas schämt oder ob sie jemandem in letzter Zeit ein wirklich schönes Geschenk gemacht hat oder wann sie jemanden enttäuscht hat. Das sind alles solche Fragen, die du stellen kannst in einem tiefgründigen Gespräch, um herauszufinden, ob sie deinen Werten entspricht. Allerdings musst du dann natürlich auch wissen, was du mit den Antworten anfängst. Wie du mit den Antworten dann auch weiter nach vorne gehst, wie du nachhakst, wie du nach vorne gehst, um herauszufinden, ob da vielleicht etwas da drin steckt, womit du sogar noch mehr verbinden kannst oder weniger verbinden kannst, um wirklich die Essenz ihrer Seele herauszufinden, um festzustellen, ob ihr zusammenpasst oder nicht. Und schließlich stellst du dort eigentlich in den allermeisten Fällen fest, verdammt nochmal, eigentlich sind wir uns alle gar nicht so unterschiedlich. Eigentlich haben wir alle dieselben Bedürfnisse, dieselben Ängste und es zeigt sich einfach unterschiedliche Weisen. Und dann fängst du an, wenn du diese Tiefe bei Frauen als Regelmäßigkeit etablieren kannst, weil du mit jedem Menschen so gerne in die Tiefe gehst, findest du heraus, eigentlich habe ich so gar keine große Angst mehr davor, Frauen kennenzulernen, weil ich merke, sie sind auch nur Menschen. Und dann fängst du an, wirklich auf Augenhöhe zu verführen. Dann fangen diese tiefen Verbindungen erst an, überall zu fruchten. Und auch deine Beziehung kann dann langfristig überleben und eine wirklich, wirklich schöne Beziehung werden. Okay, Makako, was ist denn das nächste Anzeichen? Das nächste Anzeichen, sie respektiert deine Grenzen. Stell dir vor, du möchtest über ein bestimmtes Thema nicht mit ihr reden und sie respektiert es. Sie respektiert deine Grenzen und hakt nicht weiter nach. Sie gibt dir die Zeit, die du brauchst, um dich ihr zu öffnen. Alright. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Werte, ja, Grenzen aufzeigen. Meistens ist das etwas, was tatsächlich sogar eher Frauen, worauf Frauen viel mehr achten sollten, ob der Mann ihre Grenzen respektiert. Für den Mann würde ich meistens den Tipp geben, dass er grundsätzlich auch Grenzen haben sollte, also nicht zu allem Ja und Amen sagen soll. Das haben wir in vielen Videos und im Podcast übrigens auch beleuchtet. Wenn du dir die aktuelle Folge noch nicht angehört hast, dann klick unbedingt, geh in die Beschreibung, ganz unten in der Beschreibung runterscrollen und hör dir die aktuelle Podcast-Folge an. Da habe ich wirklich mein Herz ausgeschüttet, wie wichtig das ist für dich. Aber Grenzen aufzeigen und Grenzen einhalten ist für Männer und für Frauen wichtig. Wir beide machen es zu wenig. Ja, gerade wenn wir jemanden mögen, sind wir sehr oft bereit dazu, unsere Grenzen einfach fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich akzeptiere sie einfach, wie sie ist, weil ich möchte nichts falsch machen. Ja, natürlich in einer gesunden Beziehung solltest du deinen Partner auch akzeptieren, ein Stück weit genauso, wie er ist.
Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch an uns arbeiten können, dass wir den Anspruch haben, auch besser zu werden in unserer Beziehung als Individuen. Und daran hakt es beim Kennenlernen meistens, weil der Mann glaubt, er ist nicht gut genug für die Frau, und die Frau glaubt oft, und das ist echt irre, Mann. Die Frau glaubt auch oft, dass sie nicht gut genug ist für den Mann und deswegen sich dann auch unter Wert verkaufen muss. Ich habe mit so vielen Frauen schon geredet. Ich kenne so viele Frauen, die es einfach akzeptieren, wenn der Mann ohne Kondom zum Beispiel mit ihr schlafen will. Und dann denkt sie sich, okay, ich will ihn nicht verlieren. Und dann macht sie es. Das ist total verrückt. Ja? Nicht alle. Ich sagte, ich kenne viele Frauen, die das denken. Da gibt es noch andere Beispiele von Frauen, die einfach den Mann nicht verlieren wollen, weil sie glauben, er ist so toll. Und dann alles gefallen lassen. Und sie zeigen nicht ihre Grenzen auf, sie halten ihre Grenzen nicht ein. Ist genauso wichtig für dich, dass du deine Grenzen aufzeigst und deine Grenzen auch einhältst. Ja. Gerade in diesen Themen, wo du dann auch ihre Werte kennenlernst, wenn du dann nicht imstande bist zu sagen, ich sehe das 100% anders, wie kommst du auf sowas? Verrückt, okay, hätte ich so nie gesehen. Naja, sind wir unterschiedlicher Meinung. Themawechsel. Das muss sie wissen, dass du auch ihr Paroli bieten kannst. Gerade bei den Dingen, wo du authentisch, und das machen wir jetzt auch still, stumm, gerade bei den Dingen, die du authentisch anderer Meinung bist als sie, muss sie das wissen. Ja, das ist eine gesunde Auseinandersetzung. Das muss kein Streit sein, aber es muss da sein, dass du nicht zu allem Ja und Amen sagst und sie eben auch nicht. Ja. Das geht für beide, Männer wie Frauen. Es ist so irre, wie viele dieser Weisheiten, wie viele dieser Tipps, wie viele dieser Leitfäden, die wir für dich haben, für Männer wie für Frauen gelten. Ja. Ich sag's dir, eines Tages werde ich das nicht nur für Männer mit Herz machen, Männer mit Tiefe, sondern genauso auch für Frauen, weil das sind Wahrheiten, die uns alle betreffen. Ja. Gerade die Wertschätzung und die Unabhängigkeit. Oh. Ah, ich finde, wir sollten sowieso in einer viel gesünderen Streitkultur leben. Ich meine, du als Italiener, die muss ich es nicht sagen. Ja? Streiten ist deine Art zu kommunizieren. Hey, okay, so schlimm ist jetzt auch nicht. Come on. Aber wir sollten auf jeden Fall keine Angst haben, lasst uns das Wort Mann streichen für immer, dass wir Nein sagen können. Ja, jeder von uns. Auf verschiedene Art und Weise. Correct. Ich sehe es anders. Nein, bin anderer Meinung so. Dem stimme ich nicht zu. Dann so passen wir eben nicht zusammen. Bin ich nicht dabei. Ich bin nicht d'accord. Dann alles passen wir nicht zusammen. Ja. Dann möchte ich eben nicht treffen. Wenn sie beim Schreiben zum Beispiel ständig einfach zeigt, dass sie kein Interesse hat, sag ihr Nein aus ganzem Herzen. Nicht Nein schreiben, sondern sie verabschieden. Sagen, du, das passt für mich nicht. Ich wünsche dir alles Liebe. Sie loslassen können. Das können super wenige. Ja, ist aber sehr wichtig. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber wie soll ich das machen, wenn ich kaum Auswahl habe? Da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Wenn du immer so weitermachst, dann wirst du auch nie Auswahl haben, weil Frauen merken das, Frauen spüren das, Frauen riechen das. Du merkst das, wenn jemand so abhängig ist. Da haben wir alle keine Lust drauf. Wir wollen mit Menschen zusammen sein, die uns nicht brauchen, sondern aus freien Stücken gerne mit uns zusammen sind. Nicht, weil sie uns brauchen. Frauen sind sehr, sehr feinfühlig damit. Frauen sind sehr feinfühlig damit, das zu erspüren bei dir. An deinem ganzen Habitus, an der Art, wie du sie anschaust. Schon beim ersten Augenkontakt, wie du sie anschaust. Ob da ein kleines verschmitztes Lächeln ist, ob du den Augenkontakt halten kannst, ob du das Vakuum halten kannst, ob du dann wegschaust, ob du ihr den Raum gibst, den sie braucht, um sich mit dir frei zu entfalten, ob du sie verführen kannst, ob du diese kleinen Impulse setzen kannst. Das sind alles Sachen, die nichts mit dem Aussehen, mit dem Status und dem Geld oder sonstigen Äußerlichkeiten zu tun haben. Das sind alles Dinge, die sie an deiner Präsenz, an deiner Art kennenlernt. Und deswegen sage ich dir, dass du schon längst dafür bereit bist. Du bist schon längst attraktiv genug, du bist schon längst gut aussehend, groß, was auch immer. Du bist genau das, was sie braucht. Völlig egal, ob du nur 1,50 groß bist. Es ist völlig egal. Werden manche aufgrund von Äußerlichkeiten dich am Anfang dann aussortieren? Am Anfang? Ja, das wird passieren. Gerade online, im Online-Dating wird sowas passieren. Weißt du eigentlich, wie groß Tom Cruise ist? Makako, wie groß ist Tom Cruise? Er ist 1,60, glaube ich, oder so. Yep. Ne? Anyway, da gibt es super viele Beispiele. Oh, jetzt sagst du, oh, der ist aber berühmt, das ist ein anderes Beispiel. Wie viele Beispiele soll ich dir noch geben? Hier oben kannst du dir die Erfahrungen anschauen von den Männern, die bei uns im Coaching sind. Wie viele von diesen Männern findest du objektiv, gut aussehend, attraktiv? Warum erzählen die alle, wie sie jetzt auf Dates Frauen verrückt nach sich machen können, wie sie jetzt endlich diese Freundin gefunden haben, wie sie jetzt endlich wieder Sex haben und diese tiefe Verbindung, die sie sich im Leben lang gewünscht haben, auch nach 10, 20 Jahren kaputte Ehe. Wieso können diese Männer das alle? Warum? Weil sie so gut aussehen? Es muss doch an etwas anderem liegen.
es ist etwas komplett anderes. Es ist etwas, das in dir drin ist. Und das kannst du auch wieder aktivieren. Dass du willst es auch. Du weißt doch genau, wenn du mir gerade zuhörst, dass du willst, dass es nach außen kommt. Stimmt's? Du willst dich doch wirklich so wirklich selbstbewusst und endlich frei fühlen, unabhängig fühlen, wieder attraktiv fühlen. Auf jeden. Das darfst du auch. Das darfst du auch. Wenn du möchtest, dass ich dir einen Weg dahin zeige, dann komm zu uns in die Charisma-Analyse und ich erkläre dir ganz genau, wie du dahin kommst von deinem jetzigen Punkt zu dem, wo du eigentlich hin möchtest. Ja, Schritt für Schritt, das machen wir in 10 Wochen. Dafür ist unsere Charisma-Analyse da, dass wir dir erklären, wie du dahin kommen kannst. Ja, bei uns in der Flirt-Masterclass, da machen das die Männer in den 10 Wochen. Die sind committed, die wollen das, die haben aber auch die Entscheidung getroffen, das ist mir jetzt wichtig, das möchte ich jetzt durchziehen und deswegen kommt da auch nicht jeder rein. So, komm in die Charisma-Analyse, wir schauen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, weil ich habe natürlich auch Werte, nach denen ich filtere, wer zu uns ins Coaching kommt und wer nicht. Und wenn du ein Mann bist, dem Frauen an Herzen liegen, dann schauen wir mal, wie wir dir dort weiterhelfen können. Also, klick auf diesen Link oder auf den ersten Link in der Beschreibung und komm in die kostenlose Flirty.Charisma-Analyse. Ja. Und dann schauen wir, wie wir dich da hinbringen. Das kann ja nicht sein. Es ist dein Leben. Du hast es verdient. Entscheid dich jetzt dazu, dass du es endlich auch haben kannst. Dass du diese Frau endlich auch so verführen kannst, die du wirklich magst. Vielleicht will sie dich schon längst. Vielleicht hat sie sich schon längst in dich verguckt. Der Mut, der dir fehlt, der steckt schon längst in dir. Wir kitzeln ihn wieder aus dir heraus. Also, melde dich bei uns für die Charisma-Analyse. Was ist der... Wir sind beim vorletzten Punkt, oder Makako? Wir haben noch drei. Noch drei sogar. Okay, dann... Noch volle dann drei erzähl. Punkte. Ja, und danach übrigens haben wir noch eine Frage zugeschickt bekommen, die hat mit diesen ganzen Punkten zu tun. So, bleib gespannt, schau dir das Video weiter an. So, mein Lieber, bitte. Nächstes Zeichen. Sie kann mit Emotionen umgehen. Es gibt eine Zukunft, wenn sie deine Gefühle und Emotionen kontrollieren kann. Sie zeigt keine Eifersucht, wenn du mit anderen Menschen interagierst. Sie reagiert stattdessen auf eine gesunde Art und Weise drauf und setzt nicht zur Konfrontation an. Das ist eigentlich ein recht schöner Tipp sogar für eine gesunde Beziehung. Ja. Ist in der Tat sogar etwas, was worauf du, sobald du mal mit jemandem auf einem Date bist, wirklich auch achten kannst. Viele sagen ja, dass du auf gar keinen Fall über Ex-Beziehungen reden solltest oder über Religion oder über Politik. Ich sage dazu, das stimmt nicht. Ja, du kannst auf jeden Fall über frühere Beziehungen reden oder Religion oder Politik, wenn du herausfinden möchtest, ob ihr zusammenpasst. Du solltest natürlich nicht deine Meinungen über sie stülpen und sagen, ich sehe das so und so, ich sehe das so und so und nur das ist der richtige Weg. Das wäre kein Austausch, das wäre kein Kennenlernen, sondern sei offen für ihre Erfahrungen, für ihre Meinungen. Ja? Dann natürlich auch kannst du deine Erfahrungen und deine Meinungen teilen und so findet ihr heraus, ob ihr da vielleicht sogar Gemeinsamkeiten drin habt. Wenn sie solche Erfahrungen in ihren letzten Beziehungen hatte, wo ein eifersüchtiger Mann nicht mit ihrer Attraktivität zurechtgekommen ist, dann ist das für dich eine wunderbare Gelegenheit, um zu zeigen, dass du der Mann bist, der sehr wohl damit zurechtkommt, dass sie sehr attraktiv ist. Das ist ein Moment, wo du zum Beispiel ihr ein Kompliment für ihre Attraktivität geben kannst oder sagen kannst, Attraktivität ist nicht alles. Ja, gibt es viele Menschen, die attraktiv sind. Mich interessiert viel mehr, was in dir steckt, was die inneren Werte sind. Ja. Und wenn das andere Männer nicht können, dann verpassen sie was, weil es gibt noch so viel mehr als einfach nur ein schönes Aussehen. Meine Ex-Freundin sah super aus, viele tolle Models kennengelernt, aber das ist nicht alles. Ja, so. Wenn sie weiß, dass dir das Aussehen auch nicht alles ist, sondern dass du auf die inneren Werte genauso schaust, dann wird sie sich auch für ihre inneren Werte bei dir gut aufgehoben und respektiert und gut fühlen. Ja, gerade wenn du ihr dann ein Kompliment gibst, weiß sie, dass es nicht einfach nur für ihr Aussehen ist. Ja. So, Eifersucht, guter Tipp. Kommt sie damit zurecht? Kommst du damit zurecht? Spannende Frage. Natürlich ist eine Prise von, ich will nicht, dass sie mit einem anderen Kerl zusammenkommt. Ich mag sie. Tut gut. Ja, aber lass das nicht in ungesunde Eifersucht ausarten. Und auch bei ihr solltest du darauf achten, dass sie nicht eifersüchtig ist und wie sie mit ihren Ex-Beziehungen umgegangen ist. Ja, stell dort Fragen. Finde heraus, wie war sie in ihren Beziehungen. Wie lief das davor? Da gibt es noch sehr viele Fragen, die du stellen kannst.
Ja, wie seid ihr auseinandergegangen? Was für ein Verhältnis seid ihr selbst? Perfekt. Gibt's ganz so viel? Genau, ganz viele Fragen. Das ist die Entdeckermethode, Filterfragen. Ja. Machen wir alles in der Charisma-Analyse, erkläre ich dir das. Das machen wir alles im Coaching. Ja, nächster Punkt. Nächstes Zeichen. Nächstes Anzeichen. Ihr könnt zusammen lachen. Ja, ich liebe diesen Punkt. Wenn du mit ihr lachen kannst, ist es ein gutes Zeichen. Du fühlst dich in ihrer Gegenwart wohl und auch sie hat keine Hemmungen und kann sich entspannt mit dir unterhalten. Lachen. Ja, machen wir viel zu wenig. Gerade wenn wir so verkopft sind, wenn wir einen sehr verkopften Beruf haben, wenn wir sehr technisch sind, wenn wir sehr, sehr affin sind für Problemlösungen, dann haben wir, und ich weiß, da wirst du dich sehr wahrscheinlich auch angesprochen fühlen von dieser Hälfte deiner Persönlichkeit, dann haben wir einfach nicht die Übung, über Dinge einfach mal zu lachen, die wir gar nicht so ernst nehmen sollten. Insbesondere beim Kennenlernen. Da gibt es viel mehr Dinge, über die wir bei uns selber lachen sollten und auch bei ihr und das Ganze einfach nicht so ernst nehmen. Flirten ist diese Leichtigkeit. Ja? Deswegen bei uns in der Flirt Masterclass arbeiten wir in dieser Leichtigkeit, diesem Flirt, in den ersten 3 Wochen schon, sodass du in deinem gewohnten Umfeld es sofort etablieren kannst, dass du nicht mehr als der verkopfte Außenseiter oder der Mann, der immer nur bei Frauen in die Friendzone landet, rüberkommst, sondern endlich als der Mann rüberkommst, der flirten kann, der verführen kann, der attraktiv ist, der verführerisch ist. Denn das steckt schon längst in dir und das dürfen die anderen auch mal sehen. Alles, was wir dazu machen müssen, ist endlich mal hier diese Logik einfach mal ausschalten und dir wieder diese Erlaubnis geben, auch Blödsinn machen zu dürfen. Das finden Frauen total anziehend. Ja, wenn sie merken, dass du einfach nur lachen kannst über Dinge und es nicht alles so ernst nimmst. Danach. Wer ist der Übungsleiter für den Blödsinn? Das, mein Lieber, das wird Makako dir persönlich präsentieren, wie du diesen Blödsinn dann auch bei Frauen so präsentierst, damit du diese Ergebnisse hast, die auch Makako hat. Gell? Danke. Danke und jetzt kommt das nächste und letzte Zeichen. Sie unterstützt dich. Du erzählst ihr von deinen Leidenschaften, deinen Träumen, deinen Zielen im Leben und sie ermutigt dich und teilt diese vielleicht sogar. Ja, schönes abschließendes, rundes Beispiel für diese Liste, aber damit sind wir noch lange nicht durch. Das sind Dinge, die du selber machen kannst, dass du schaust, dass du sie unterstützt bei ihren Leidenschaften, aber auch darauf achtest, ob sie dich unterstützt bei deinen Leidenschaften oder ob sie rein gar nichts mit all dem, was du sagst, anfangen kann. Ja, wenn sie nichts damit anfangen kann, dann heißt das aber nicht, dass sie nicht mit dir zusammen sein könnte. Dann heißt das einfach nur, dass sie das noch nicht kennt, worüber du redest. Die Frage ist sie interessiert an dir und deinen Leidenschaften? Dazu müsst ihr nicht sofort schon Synchronität erschaffen haben. Interesse sollte da sein. Interessierst du dich für ihre Leidenschaften? Weißt du, früher, als ich noch überhaupt nicht mit Frauen, als ich bei Frauen überhaupt nicht gut ankam, da wusste ich wirklich nicht viel mehr als meine eigenen Hobbys. Ich wusste ja nicht mal genau, wie ich mit Frauen reden soll. Ich kam bei Frauen grundsätzlich überhaupt nicht gut an. Die haben immer gedacht, ich wäre ein Freak, ein komischer Außenseiter. Und, aber ein Charmanter. Nee, auch nicht das. Das kam dann später. Und ich hatte mit so vielen Dingen einfach keine Ahnung, wie Frauen ticken, warum Frauen zum Beispiel immer fragen, alles gut, geht's dir gut, alles okay. Ich habe immer gedacht, so, warum fragst du ständig, klar geht's mir gut. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist nur so eine unlogische Frage. Also, wenn's mir nicht gut ginge, was würdest du jetzt daran ändern wollen? Und habe lauter solche komischen Gedanken gehabt. Und das waren ganz viele verschiedene Frauen, die mir dann auf meinem Weg, Beziehungen, die ich hatte, Affären, meine Ex-Freundin, die mir dann gesagt haben, zum Beispiel dieses eine Beispiel, hey, geht's dir gut, ist einfach etwas, was sie gespiegelt hat, weil sie selber auch gerne diese Frage von mir gehört hat, weil sie wissen wollte, dass ich jemand bin, der auf sie achtet. Das ist einfach ihrer Werte gewesen, ja, und deswegen hat sie mich dann immer wieder gefragt, hey, geht's dir gut, weil ihr das wichtig war, dass es mir gut geht, weil es einer ihrer Werte war. Und das sind Dinge, die lernst du mit der Zeit, mit je mehr Frauen, je unterschiedlichen Frauen du zusammen bist und du Erfahrungen machst, wie viel dein Weltbild sich noch weiter erweitern kann, ja, und wie viel du noch lernen kannst über Frauen, um wirklich Frauen zu verstehen, was sie wirklich wollen und was sie brauchen, um sich bei dir frei zu entfalten. Ach, da können wir noch so viel drüber reden. Tu es einfach, tu es. Machen wir noch. Und haben wir auch schon längst gemacht. Diesen YouTube-Kanal kannst du ja Jahre zurückblättern, die alten Videos. So,
Wir haben noch eine Zuschauerfrage eingesendet bekommen per Instagram. Wenn du mir auch eine zuschicken möchtest, die wir dir hier in der Show vielleicht beantworten, dann schick sie als Sprachnachricht an unseren Instagram-Account andy_friday. Und Sprachnachricht, die wollen wir jetzt abspielen, weil es gibt eine kleine Überraschung. Die Liste, die wir dir jetzt gerade vorgelesen haben, die haben wir gar nicht selber angefertigt. Da hab ich dich ein wenig hinters Licht geführt. Das ist eine Liste, die wir aus der Cosmopolitan genommen haben. Das heißt, eine Liste für Frauen, worauf sie achten sollten, wenn sie auf einem Date mit einem Mann sind. Ich wollte dir das aber deswegen nicht von Anfang an erzählen, weil ich dir zeigen wollte, wie diese Regeln tatsächlich für beide Geschlechter gelten. Und wenn wir das sofort abgetan hätten, als das sind Tipps für Frauen, damit sie den richtigen Mann finden, dann hätten wir sofort gedacht, ja okay, das ist für mich gelten andere Regeln. Männer und Frauen sind unterschiedlich, für mich gelten andere Regeln. Aber das ist nur selten der Fall. Wir haben alle dieselben Bedürfnisse, wir haben alle dieselben Ängste, zeigen sich nur auf unterschiedliche Arten. Und wie wir damit umgehen, da können wir uns beide, Männer wie Frauen, können wir beide ein Stückchen aufeinander zugehen und uns beide mehr verstehen. Deswegen wollte ich dir das jetzt mal aus der Perspektive zeigen, denn die Frage, die wir eingesendet bekommen haben, werde ich dir gleich erklären, wieso sie sehr dazu passt. Ja? Denn dieser Herr hat ein Problem, das nicht viele Männer haben, die diesen Kanal anschauen. Ja? Wir wollen mal sein Problem hören und dann möchte ich dir auch zeigen, wieso diese Frage auch für dich relevant ist. So, bitte Makaku, spiel doch gerade mal den Herrn ab. Moin Andy, hallo Makaku. Wie soll man mit sogenannten Girls umgehen? Es gibt ja auch den Fuckboy, aber auch das weibliche Pendant. Und irgendwie scheine ich solche Mädels anzuziehen oder meistens an solche Mädels auf Fäden zu gelangen. Geraten. So, auch dem Thema, man hat mit dem Mädel geredet, gibt ihr einen Drink aus und dann sagt sie sofort, alles klar, wir haben geredet, du hast mir einen Drink ausgegeben, los, ab auf Toilette, ab in die Besenkammer, wir vögeln kurz und danach sucht sie sich den nächsten. Ich möchte gerne mit Frauen flirten, Frauen kennenlernen, bevor man mit ihnen nach Hause geht oder sie mit nach Hause nimmt. Aber wie soll ich mich jetzt verhalten, wenn solche Girls tatsächlich am dominantesten wirklich sind, also am präsentesten? Sehr schöne formulierte Frage. Ich hoffe, Mirnes, unser Cutter, du hast da ein paar Beeps noch eingebaut unter diesen Worten, weil die helfen YouTube nicht unbedingt, wenn sie dieses Wort da auch hören. So, da können wir drunter beepen. Der liebe Herr hier, der hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn diese Frauen so dominant sind, ich nehme mal an, damit meint er auch, so dominant vertreten sind. Die wichtige Frage hierbei ist, stimmt das eigentlich, ob diese Frauen wirklich so dominant vertreten sind oder so dominant in deinem Leben sind? Denn du findest immer das, was du suchst. Unterbewusst finden wir immer das, was wir suchen. Wenn du zum Beispiel noch nicht bereit dazu bist, zu deinen Bedürfnissen zu stehen, einer Frau zu sagen, wenn du auf sie stehst, Grenzen aufzuzeigen. Wenn du dich also quasi immer nur verhältst wie der beste Freund, dann wirst du auch nur Frauen treffen, die dich behandeln wie der beste Freund. Wenn du noch nicht bereit dazu bist, eine Frau kennenzulernen, mit ihr eine tiefe Verbindung aufzubauen, dich verletzlich zu zeigen, deine Persönlichkeit wirklich so offen zu legen, dass es vielleicht wehtun könnte, wenn sie dir einen Korb gibt oder dich verlässt, dann wirst du auch solche Frauen noch nicht kennenlernen. Dann wirst du genau diese Frauen kennenlernen, die eben mit dir nur an der Oberfläche sein wollen. Das Traurige dabei ist, es wird schwierig sein für dich, das loszulassen, wenn du nicht zuerst realisierst, dass du diese Frauen tatsächlich haben willst. Es ist nicht so, als ob du diese Frauen haben möchtest, sondern es ist so, dass du eine Wahl hast zwischen, soll ich das Risiko eingehen, Schmerz zu fühlen, von jemandem weggestoßen zu werden, nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden? Soll ich dieses Risiko eingehen? Das hat vielleicht mit sehr viel Schmerz zu tun.
Oder möchte ich lieber die oberflächliche Frau, der das egal ist und mit der ich einfach nur Sex haben kann und damit ist ja auch schon irgendwas befriedigt. Und bei dieser Wahl triffst du aktuell noch, das ist mir zu riskant. Ich wähle die leicht zu habende Frau, wo ich keine glückliche Beziehung mit haben kann. Das heißt, du möchtest das. Du willst das. Solange du das nicht realisierst, wird es da auch keinen Ausweg geben. Und dasselbe ist auch genauso relevant für den Mann, der sich nicht traut, auf die Frauen zuzugehen, der noch am anderen Ende des Spektrums es nicht hinbekommt, Frauen überhaupt seine Zuneigung zu zeigen, diesen Flirt, diese Sexualität überhaupt in den Raum zu werfen. Wenn du mit Frauen immer nur auf einem Date bist und danach will sie nichts mehr von dir hören oder du hattest vielleicht online mit ihr geschrieben oder sowas und dann habt ihr euch auf ein Date getroffen und danach hat sie kein Interesse mehr oder ihr schreibt miteinander und sie hat während dem Schreiben immer weniger Interesse, dann kannst du nicht deine Sexualität offen darlegen, dann zeigst du nicht, dass du völlig okay damit bist, dass du ein Mann bist und dass sie eine Frau ist. Dann ist da einfach nicht diese sexuelle Dynamik, diese Komponente, dieser Tanz, dieses Spiel ist einfach nicht da, weil du es nicht ertragen kannst, weil es zu viel Druck macht, diese sexuelle Komponente da drin zu haben. Du könntest ja versagen, sie könnte dich ja als Mann kacke finden. Solange du dich das aber nicht traust, dich dahin nicht gehend überwindest und ihr nicht zeigst, dass du ein Mann bist, dann wirst du immer wieder dieselben Erfahrungen machen. Ja, deswegen ist ja so wichtig bei uns im Coaching, dass wir eben nicht nur am Flirten und der Anziehung arbeiten, sondern dass wir auch massiv an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Das ist einer der zwei wichtigsten Pfeiler in deiner Entwicklung als Mann, ist dein Selbstbewusstsein. Ja, und deswegen ist es so wichtig, deswegen gibt es unterschiedliche Arten bei uns im Coaching, das Coaching zu beginnen. Die einen, die wollen lieber direkt loslegen, ja, und die anderen, die wollen sich erst nochmal wirklich besinnen und ihr Selbstbewusstsein auf Vordermann bringen. Und für beide haben wir dort ein Outlet bei uns im Coaching. Beides machen wir konstant, ja, die ganzen 10 Wochen durch. Wenn du noch länger bei uns im Coaching bist, dann sowieso noch länger durch. Ja, die Männer, die jetzt seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr bei uns im Coaching sind, die wollen halt aber auch noch viel mehr erreichen. Ja, da sind dann solche Sachen drin, Sachen dabei, die sie wollen sich sexuell total austoben und Sachen erleben, die sie noch nicht hatten, dort Meilensteine, wirklich geilen Sex erleben oder eben mit ihrer Freundin noch ein ganz anderes, die Freundin, die sie im Coaching kennengelernt haben, noch eine ganz andere Ebene aufschlagen, ganz anderes Kapitel aufschlagen. Ja. Ich erzähle es immer so gerne von Tobias, der jetzt gerade ein kleines Töchterchen in die Welt empfangen hat dieses Jahr mit der Frau, die er im Coaching kennengelernt hat. Total süße, romantische Geschichte. Das Video siehst du übrigens auch hier, jetzt nicht mehr hier, da, wenn du jetzt reinklickst, sondern wenn du auf das i geklickt hast und dann dir die Erfahrungen angeschaut hast auf der anderen Seite, dann wirst du den Herrn dort auch sehen. Ich habe ihn aber auch hier. Warte mal, zeig ihn dir. Dieser gute Mann. So, die Dinger müssen noch alle aufgehangen werden. Ich habe noch so viel mehr zu drucken. So much to do, so little time. Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei... Oh, ich habe keine Ahnung, wo sind wir stehen geblieben? Kannst du mir kurz helfen? Wir waren beim Framing. Du triffst die Frauen, die du innerlich suchst. Du triffst auch nur die Frauen, wo du innerlich auch schon bereit bist, sie zu treffen. Wir reden von Spiegelneuronen. Ja. Deswegen ist diese Frage wirklich an dich gerichtet. Warum willst du diese Frauen treffen? Wirklich. Warum willst du diese Frauen treffen? Und wenn du lieber andere Frauen treffen möchtest oder dich anders präsentieren möchtest, dich wirklich offener, mutiger zu zeigen, was hält dich zurück? Welche Entscheidung hält dich zurück? Welche Angst hält dich zurück? Ich kann dir garantieren, es ist eine sehr ähnliche Angst, die die Frauen, die du anziehst, ebenfalls zurückhält. Ja, daran müssen wir arbeiten, an diesem Selbstbewusstsein. Daran müssen wir arbeiten. Da müssen wir einfach uns mal genau anschauen, wo kommt diese Angst her? Dieser Mangel an Selbstbewusstsein, dass du nicht an dich glaubst. Denn es ist möglich, an dich zu glauben. Ja, das steckt schon längst in dir. Es ist möglich, wieder dieser selbstbewusste Kerl zu sein, den du auch im Kindesalter warst, als du im Sandkasten einfach so auf andere zugegangen bist. Du hast gesagt, der ist doof, die ist doof und hast die Schippe geklaut und dann hast du einfach so mit fremden Kindern gespielt. Das steckt in uns. Das wurde in den letzten Jahren vergraben. In den letzten Jahrzehnten, seit wir ungefähr 5 Jahre alt sind, von den ganzen Einflüssen unserer Eltern, von den Lehrern, ja, die uns gesagt haben, hör auf damit, lass das, das darf man nicht. Und dich beschimpft haben dafür, dass du einfach frei warst. Das gilt es wieder zu aktivieren. Ja. Komm in die Charisma-Analyse, lass uns miteinander reden und ich zeige dir einen Weg, wie du das wieder in deinem Leben aktivieren kannst, sodass du ebenfalls endlich mal wieder frei sein kannst. Ein bisschen spielen.
Spieltrieb aktivieren und los geht's. Übrigens, dieser Herr, einer der Tipps in dieser Liste war wirklich explizit für ihn und deswegen habe ich diese Liste und diese Sprachnachricht, die wir bekommen haben, zusammengelegt für dieses Video, denn das Problem, das du beschreibst, hört sich ja an wie ein Problem, das sehr viele Frauen beschreiben. Ich treffe immer nur Männer, die mit mir in die Kiste wollen. Da ist kaum ein Mann dabei, der mich wirklich für mich kennenlernen will, der mich kennenlernen möchte, wer ich wirklich bin und mit mir zusammen sein will. Wie würden wir mit dieser Frau im Coaching umgehen? Wir würden ihr genau die Tipps geben, die wir dir gerade alle vorgelesen haben. Das sind genau die Tipps, die auch für dich relevant sind. Deswegen habe ich sie aber genauso dir gezeigt, wie ich sie gezeigt habe, nämlich nicht als Tipps, die nur für Frauen gelten, sondern die gelten auch für Männer. Und genau für dich gelten diese Tipps. Genau der Punkt mit den Werten, dass du nach ihren Werten genauso schaust wie sie, dass du nicht damit okay bist, wenn sie deine Grenzen überschreitet, sondern dass du sagst, nee, das möchte ich nicht. Und ihr flirtet und ihr knutscht vielleicht, dass du ihr dann sagst, so, genug damit. Ich muss dich noch kennenlernen, ja? Sonst werden wir jetzt nicht einfach nur in die Kiste gehen. Wir werden heute nicht miteinander schlafen. Ich muss wissen, wer du bist. Ich gebe dir eine Chance, pass auf. Hier ist mein Handy, tipp mal deine Nummer ein. Ich will dich diese Woche noch sehen. Lass mal schauen, ob das mit uns klappen kann oder nicht. Würde ich gerne noch ein bisschen kennenlernen. Traust du dich das? Traust du dich, diese Grenze aufzuzeigen, weil es dein Wert ist, dass du eben nicht einfach nur mit ihr in die Kiste steigen willst, sondern dass du mehr haben möchtest als das? Wenn jetzt in dir eine kleine, ja, aber Andi, oh nee, kommt, dann ist genau das Problem. Du traust dich nicht, zu deinen Werten zu stehen. Und solange du das nicht tust und deine Grenzen nicht klar aufzeigst und ihr zu zeigen gibst, dass du Grenzen hast und dass sie deine Grenzen genauso zu akzeptieren hat, wie sie deine, wirst du niemals eine Beziehung auf Augenhöhe aufbauen können. Das Ziel, was wir alle haben, eine glückliche Beziehung zu Frauen, eine glückliche Beziehung zu dieser einen Frau. Es liegt an dir genauso wie an dem Mann, der noch überhaupt nicht mit Frauen redet oder vielleicht immer noch mit 40 oder Mitte 30 noch Jungfrau ist, von denen wir ebenfalls viele im Coaching hatten. Es ist deine Entscheidung, jetzt etwas zu verändern, dich jetzt dazu entscheiden, der Mann zu werden, der du sein willst. Entscheid dich dazu. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Ich will, dass du das bist. Dass du das endlich ausleben kannst. Wenn nicht du, wer dann? Du schaust dir diese Videos an. Du bist einer von denen. Von Männern mit Tiefe, von Männern mit Herz. Die Frauen, die du wirklich anziehen möchtest, das sind nicht die Püppis. Das sind nicht diejenigen, die einfach nur eine schnelle Nummer wollen oder dich vergessen oder unloyal sind oder sowas. Nein, das sind genau die Frauen, die zu dir passen. Und von denen gibt es mehr als genug. Mehr als genug. Aber Andi, wo sind die denn? Ich treffe die nie. Ja, du triffst sie nicht, weil du immer noch die falschen Frauen anziehst. Aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe. Die richtigen Frauen für dich, die sind alle da. Die warten darauf, dass du dich zuerst veränderst. Dass du akzeptierst, dass du es wert bist, diese Frauen, die es wert sind, kennenzulernen. Dein Selbstwert muss steigen, damit du Frauen kennenlernst, die ebenfalls einen hohen Selbstwert haben. Okay, das ist eine Entscheidung, die kannst du heute treffen, mein Lieber. Makako, du wolltest dazu was sagen? Du hast alles gesagt, was ich sagen wollte. vielleicht habe ich das auch jetzt auch für dieses Video alles gesagt, was gesagt werden musste. Vielleicht eins noch. Vielleicht sitzt sie hinter der anderen Frau, zwei Tische weiter mit ihrer Freundin, beschwert sich drüber, dass sie nur Männer kennenlernt, die sie abschleppen wollen. Vielleicht nur zwei Tische weiter und du guckst nur nicht in ihre Richtung, erkennst sie nicht. Diese Frauen begegnen uns jeden Tag. Jeden Tag siehst du Frauen, mit denen du potenziell eine glückliche Beziehung, eine heiße Affäre oder für den Rest deines Lebens gut befreundet oder mehr sein kannst. / und mehr. Beides. Wir müssen lernen, diese Gelegenheiten zu nutzen und unsere Ängste zu besiegen. Ich will dir bei dieser Entscheidung helfen. Aber die erste Entscheidung, die liegt bei dir. Und die ist, ich möchte, dass mir jemand dabei hilft. Ich bin es mir wert. Ich habe in vielen anderen Bereichen meines Lebens Hilfe angenommen. Ich habe in vielen anderen Bereichen erkannt, dass ich das nicht alleine schaffen kann und dass ich da keinen falschen Stolz brauche, sondern dass ich jetzt noch um Hilfe fragen kann. Und du musst nicht mal zu uns kommen. Geh zu dem Team, dem du vertraust. Geh zu den Menschen, denen du vertraust. Frag nach Hilfe. Diese Firma, die wir hier aufgegründet haben, die habe ich nicht alleine aufgegründet. Die habe ich nicht alleine aufgebaut. Ich habe Hilfe gebraucht.
Ja. Ich habe Coaches eingestellt, die in den Bereichen, in denen sie jetzt bei uns coachen, sogar besser sind als ich, weil ich nur die Besten der Besten gesucht habe und die Besten der Besten dort gefunden habe. Makako kann viel besser flirten als ich. Ja. Das ist etwas, was wir dir geben wollen, diese Qualität, weil wir wissen, dass jeder mal in diesen Stuhl gesteckt hat und einfach nicht wusste, wie er es selber machen soll. Und wir wollen dir dabei helfen. Ja. Du hast verdient. Du hast verdient, glücklich zu sein, mein Lieber. Ich wünsche dir dabei alles Liebe. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video oder im Podcast oder in der Flirttyp und Charisma-Analyse. Bis dahin, hier findest du den Link. Ich freue mich auf dich.